Gespräch. Dann gab es eine Reaktion von Herrn Böttinghaus, der ursprünglich für den heutigen Tag zugesagt hatte, dann aber in Dannenberg zur gleichzeitig stattfindenden Demonstration gegen den Castortransport anwesend zu sein, was sich inzwischen auch zerschlagen hat, weil ein beruflicher Termin hinzugekommen ist. Ihm habe ich allerdings angeboten, dass der 4.12., also unser nächstes Treffen am 1. Samstag im Dezember, zur Teilnahme freisteht. Das gilt auch für den Kandidaten Nr. 7, Herrn Olaf Petersen von der Piratenpartei, die heute durch Herrn Berghaut vertreten ist. Ob Herr Petersen dann am 4.12. kommen kann, ist noch unsicher. Was den Herrn Hilgen anlangt, bin ich am Montag im Rathaus gewesen und habe gestern Nachricht bekommen, er bietet Samstag, den 11. Dezember an, zu unserer Zeit, 10.30 Uhr, auch hier, um zu unseren Themen sich zu äußern. Wir hatten bei seiner Erstwahl vor 6 Jahren ein anderes Verfahren gewählt, 5 große Themenbereiche und unsere leidvolle Erfahrung in diesen 6 Jahren hat gezeigt, dass von dem, was vor der Wahl gesagt wurde, immer der Wahl. Ihr Lachen zeigt, ich brauche den Satz nicht zu beenden. Ich denke, sollte man doch versuchen, alle an einem Termin zu haben. Und die, die heute nicht konnten, dass die dann auch, wenn das der 11. ist, dann wäre es der 11. Oder auch oder später. Ich denke, es wäre nicht gut, wenn man alle so fleckerweise dann vor hätte und interviewte. Ja. Ich fände es besser, wenn das dann im Albert, Dinge. Das ist die Absicht gewesen, das weiß ich doch, aber unsere Absicht hat sich nicht, lässt sich nicht umsetzen. Also muss man zu einer Ausweichlösung kommen. Und damit das dann auch ein Fundament hat, wäre es richtig liebenswert, Dieter, wenn du den Sitz nähst. Von jetzt an ist das. Nee, von heute. Ich meine, jetzt vom jetzigen Augenblick an. Vom jetzigen Augenblick an, ja. Okay, danke. Ich wollte es dich ganz am Anfang fragen. Dann wäre es nicht zum Überfall gewesen. So, zum Verfahren. Wenn es bessere Vorschläge gibt, bitte ich um Wortmeldung, sobald ich meinen nächsten Satz beendet habe. Herr Häfner, ja. Sie haben genickt, als ich die 3 Punkte genannt habe, die ich in die Einladung gepackt hatte. Und Sie haben das Wort. Ja, die Frage ist nicht, ob wir lieber in ein Gespräch eintreten lassen, wenn ich das Wort habe, weil ich will jetzt hier kein Referat zu den einzelnen 3 Punkten halten. Ich fände es besser, wenn ich vielleicht ein kurzes Statement abgeben kann, was die Freien Wähler eigentlich sind und wie wir uns verstehen und wir dann in ein Gespräch eintreten, zu allen Punkten, die Sie für wichtig halten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich wieder Parteien bildeten, haben in unterschiedlichen Orten Deutschlands, also Westdeutschlands, auch zum Teil in Ostdeutschland, sich Bürger zusammengefunden und haben gesagt, gerade bei Kommunalpolitik ist es ja nicht entscheidend, Parteipolitik zu betreiben. Auch ist ja ein Stadtparlament im Grunde genommen kein Parlament mit Regierung und Opposition, sondern es gibt eine Verwaltung und es gibt dann den Bereich der Stadtverordnetenversammlung, die die Verwaltung kontrolliert. Also es ist nicht so wie im Landtag oder wie im Bundestag, was viele auch in ihrem Engagement ein bisschen verwechseln. Und von daher halte ich das für wichtig, nochmal zu sagen. Der zweite Punkt ist, ich sehe das bis heute, dass das der richtige Ansatz ist. Bürger, die sich für ihre Gemeinde, für ihre Region
einsetzen wollen, in welchen Bereichen auch immer, parteiübergreifend oder parteiunabhängig zu gestalten. Alle anderen, die antreten, bis hin zur privaten Partei, haben einen parteipolitischen Hintergrund und Aufbau. Wir haben ihn nicht. Wir sind also bis heute in Kassel völlig selbstständig. Wir entscheiden unsere eigenen Ziele völlig selbstständig. Und es gibt einen oratorischen Überbau, den man in Anspruch nehmen kann oder auch nicht. Und das war's. Das gestaltet sich auf Landesebene ein bisschen anders, weil das Recht solche Konstruktionen auf Landesebene nicht zulässt. Aber im kommunalen Bereich Wählergruppierungen zuzulassen, ist im Kommunalwahlrecht verankert. Wir sind in Kassel noch nicht so sehr alt. Es gab Ansätze in den 70er Jahren, auch Anfang der 90er Jahre. Und die Freie Wählergemeinschaft und ein paar andere Freunde haben sich dann 2010, also Ende der 90er Jahre, zum Bündnis für Kassel zusammengeschlossen, die auch bis zur letzten Legislatur im Stadtparlament vertreten waren. Erst mit drei, dann mit zwei Stadtverordneten. Und wir haben dann entschieden, vor ein paar Jahren, dass die Freien Wähler doch selbstständig, und wir wollen dann auch keine Kompromisse machen mit irgendwelchen anderen Gruppierungen, selbstständig sich anbieten wollen als Wählergruppierung in dieser Stadt. Ja, das zum generellen Hintergrund. Die Freien Wähler sind schon immer selbstständig. Also seit den 50er Jahren. Wir haben, ja, jetzt sind es 54 Jahre, existieren wir in Hessen. Vielleicht nochmal, zum Teil heißen die in anderen Gemeinden oder Kreisen anders. Bürger für Klein-Kleckersdorf oder Bürger für Frankfurt hießen die Freien Wähler, die haben sich jetzt auch wieder umgetauft in Freie Wähler. Also die Freien Wählergemeinschaften, so nenne ich sie gerne, haben in Hessen einen Anteil, der etwa 6% entspricht, über alles hinweg. Damit sind wir stärker als die FDP, damit sind wir im kommunalen Bereich drittstärkste Gruppierung, wenn Sie so wollen. Aber da die alle selbstständig sind und alle auch statistisch selbst einzeln erfasst werden, ist das natürlich nicht so deutlich. Das zu Ihrer Frage. Ja, und dann bitte ich vielleicht darum, jetzt zu den einzelnen Themen, Herr Trifter, vielleicht können Sie das ein bisschen moderieren, einfach die Fragen zu stellen, was Kassel betrifft, und dann kann ich gern darauf antworten. Sonst, wenn ich hier Vorträge halte, vielleicht an Fragen vorbei, die Sie gar nicht interessieren, dann besser. Ja, dann wäre vielleicht jetzt erstmal auch eine Gelegenheit für Herrn Blümel, seine Sicht vorzutragen, und dann steigen wir in die Einzelfragen. Ja, ich muss mich gleich insofern entschuldigen, also ich habe meine Hausaufgaben noch nicht ganz geschafft. Es ist ja so, dass also 140 Unterstützungsunterschriften man sammeln muss, und ich bin erst bei 50, also von daher bin ich formal noch kein Kandidat, um das zu sagen. Es ist so, dass Parteien, die in der Stadtverordnetenversammlung sind, das nicht mehr machen müssen, aber ich kann eigentlich sagen, da könnte sich auch mal was ändern. Und zwar, wenn jeder Unterstützungsunterschriften sammeln muss, das müsste allerdings auch dann so sein, dass man also mehrere Gruppen unterstützen kann. Im Augenblick ist es so, dass man nur eine Gruppe unterstützen kann. Ne? Sonst zählt das nicht. Also ich habe gute Gespräche geführt, und zwar ist es wirklich mal eine Situation, wo man dem Bürger sagen kann, wenn sie jetzt sozusagen mit ihrer Unterschrift nicht signalisieren, ich soll eine Chance haben. Also man legt sich ja nicht fest mit dieser Unterschrift, sondern man signalisiert, nur soll eine Chance haben. Da haben sie wirklich mal Macht über mich. Ja, wenn sie hier nicht unterschreiben, ich meine 140 Stimmen nicht habe, bin ich auch nicht auf dem Wahlzettel drauf. Sonst hat man ja das Gefühl, ob ich mein Kreuzchen hier mache oder so, es läuft ja doch alles so weiter, die Verschuldung geht so weiter. Also ich fand die Erfahrung ganz gut, und das wäre auch mal zu gucken, in welcher Weise man das noch ändern müsste. Erstens. Zweitens, ich wundere mich eigentlich, diese Möglichkeit sozusagen ohne Partei, ist ja die Frage, welche Partei man heutzutage noch empfehlen kann. Also ich wüsste nicht welche, sage ich mal so. Und ein Oberbürgermeister versteht sich auch eher als Moderator, wo wirklich mal Interessen aufeinanderfallen sollen, und dann muss man gucken, wie man da weitergeht. Jetzt habe ich ein bisschen Fragen verloren. Du wunderst dich nicht, dass ohne Partei... Achso, ja. Also ich wundere mich, dass zum Beispiel aus dem Bereich der Gewerkschaften, dass da nicht mal, also abgesehen von der Verquickung, dass viele Gewerkschaftsleute immer mit Parteien dann auch irgendwie liiert sind, aber unabhängig davon, dass Gewerkschaften nicht diese Chance eines freien Kandidaten mal aufgebaut haben. Oder sage ich mal so flott die 68er oder auch Bürgerbewegung außerhalb des Parlaments. Also es ist eine unheimliche Chance, und jetzt mein Bewerben sehe ich unter pädagogischem Aspekt.
Also es ist ganz klar, sag mal so kollegial, wir haben wahrscheinlich nicht die großen Chancen. Aber es ist ja das Phänomen, dass vor der Wahl sind alle Kandidaten. Also praktisch wenn eine Runde, meistens von der HNA, und dann ja nur immer die berücksichtigt, die im Stadtrat schon sind, wenn die Leute eingeladen werden, dann ist zu sagen, halt, ich möchte mit da vorne sitzen, ich habe meine Hausaufgaben, wenn ich sie geschafft habe, geschafft. Und alle wollen ja gewählt werden. Ne? Und von daher ist jedes Argument nochmal zumindest hinzuhören. Und da sehe ich den pädagogischen Aspekt, denn im Rahmen des politischen Bereiches leide ich persönlich drunter, dass immer gesagt wird, zu dieser Entscheidung gibt es keine Alternative. Ne? Frau Dr. Merkel hat den Schutzschirm, Milliarden, egal wie, gibt es keine Alternative. Und ich muss sagen, wir sind alle nicht dumm, ne? Ihr seid nicht dumm, ich bin nicht dumm und dies und jenes. Und trotzdem hat man das Gefühl, ne, das Wissen schwappt nicht so über, dass manche Sachen nochmal anders gesehen werden. Also das ist mein Ansatzpunkt. Und hier die Fragen, die ich auf dem gelben Zettel formuliert habe, die gelten natürlich dann auch an mich gestellt. Also so, dass man als Blickwinkel. So, danke. Okay. Was war, wenn du mal was nachfragen? Was war denn der erste Punkt nochmal? Sagst du, bedauert es da etwas, habe ich nicht mitbekommen? Und dann sagst du zweitens. Dass die Alternativen nicht gesehen wurden? Ja. Weißt du denn? Aber danke. Jo, also. Die Grundidee bei der Eingabe zum Thema zukunftsfähiges Wirtschaften ist, die vorhandenen Belastungen in der Stadt zu vermindern und zu diesem Zweck nicht nur nach der Politik zu fragen, sondern auch nach denen zu fragen, die in dieser Region produzieren. Und im Vorlauf zu dieser Eingabe hatten wir in dieser Runde Betriebsräte von VW zu Gast, von denen wir erfahren haben, dass dort längst am batteriegetriebenen Auto gearbeitet wird. Und wenn man SMA dann zunimmt und einen Produzenten, Träger heißt er glaube ich, der sich mit Batterietechnik auseinandersetzt, mal zusammennimmt als Bombardier, als Produzent von Schienenfahrzeugen, man die wirtschaftlichen Gebilde zusammennimmt und Wege findet in der Politik, mit denen diese Frage anzugehen und zu einer drastischen Verminderung des Lärms, der Stickoxide und der Feinstäube zu kommen. Das wäre etwas, was sich sehen lassen kann. Und so wie es aussieht, versucht der Magistrat, diese Eingabe über den Wahltermin hinauszuschieben. Und das wäre die Frage an ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, ob diese Einschätzung zutrifft oder ob wir uns heute von Ihnen schlauer machen lassen können. Weiß ich nicht, aber zwei Dinge dazu. Erstmal, ich war immer ein Befürworter dieses Petitionsrechts und dieser Eingaben und habe das von Anfang an unterstützt, habe aber bei dieser ersten Eingabe schon gesehen, wie man dieses Recht, das man Gott sei Dank jetzt in Kassel hat, im Grunde genommen von der falschen Seite aufzahlt. Das darf ich auch mal sagen. Also zunächst mal, der Magistrat kann überhaupt nichts verschieben, das kommt auf die Tagesordnung, ist auf der Tagesordnung des Ausschusses für Grundsätze, Wirtschaft und Finanzen. Dieser Ausschuss tagt in der Regel im Monat 2 Stunden, nämlich von 17 bis 19 Uhr. Immer anderthalb Wochen, mittwochs anderthalb Wochen vor der Stadtverordnetenversammlung. In diesem Ausschuss bündeln sich im Grunde genommen alle die Anträge, die aus den anderen Ausschüssen kommen und Geld kosten. Und das sind fast alle. sodass das ein Ausschuss ist, in dem im Grunde genommen alle Fragen besprochen werden. Und dann wird abgearbeitet. Es wird halt zeitlich abgearbeitet. In der letzten Sitzung haben wir sogar anderthalb Stunden länger gemacht, weil immer zuerst die Magistratsvorlagen beschossen werden. Und das war zwar, da ging es dann um Stadtwerke etc. Und es hat entsprechend lange gedauert und dann kamen halt die anderen auf der Tagesordnung stehenden Dinge, die nicht Magistratsvorlage sind, nicht mehr dran. Das ist der einzige Grund. Das heißt, es wird halt in der nächsten Sitzung wieder vorgelegt und wir haben insgesamt noch 3, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis Januar, bis der Wahlkampf dann beginnt. Also das glaube ich nicht, dass Sie das schieben wollen. Ich glaube aber was anderes. So wie diese Eingabe da ist, ist sie eigentlich von der Stadtverordnetenversammlung
nicht beschlussfähig. Im Wesentlichen sprechen Sie Dinge an, ich will die gar nicht bewerten, aber die, die für die Stadtverordnetenversammlung überhaupt nicht zuständig ist. Zum Beispiel Autobahngeschwindigkeiten oder so etwas. Ich würde Ihnen zwei Empfehlungen geben. Erstens, wenn Sie so etwas machen, grundsätzlich um Dinge, logischerweise, wo die Stadtverordnetenversammlung ein Recht zur Entscheidung hat. Und zweitens, nicht 19 Dinge auf einmal auf eine DIN-A4-Seite packen. Ja, da werden Sie 17 Sachen oder 13 oder 11 oder wie auch immer Befürworter oder Gegner haben und umgekehrt dann auf der anderen Seite. Deswegen ist mein Rat, als ich das gelesen habe, wusste ich, dass das nicht beschlossen wird. Das wird auch gar nicht mehr groß diskutiert, bis auf irgendwelche Leute, die darüber diskutieren wollen, weil es eine grundsätzliche Frage ist. Aber sie ist nicht beschlussfähig. Und selbst wenn sie beschlossen wird, wird sie im Zweifel dann zurückgeholt durch den Regierungspräsidenten nach dem Motto, das könnt ihr so nicht beschließen, dazu habt ihr kein Recht. Also, Herr Wiebe, wir haben Sie alle gesehen. Ja. Sind zu groß. Das ist also das Verfahren im Moment. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Frage. Genau. Aber wenn man Erfolg haben will mit solchen Eingaben, und ich will, dass solche Eingaben auch entsprechend ernst genommen werden, dann sollte man sich daran halten, was geht denn quasi die Ebene entsprechend. Der Merkpass ist auch gestorben und war eine einzige Frage. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das hat eine andere Geschichte, weil sie keine Mehrheit gefunden haben. Pass. Ja, weil sie keine Mehrheit gefunden haben, insbesondere in der SPD nicht. Natürlich kann man immer dann noch scheitern an den Mehrheiten, das ist klar. Aber ich will eine ernstzunehmende Diskussion auch erst erreichen. Und die erreicht man nicht mit 19 Punkten auf einer dieser vier Seiten, wovon 13 Punkte nicht in die Zuständigkeit fallen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ich hätte ganz gerne was dazu. Der zweite Kandidat. Der ja. Okay. Ja, Herr Häfner, manchmal ist es tragisch, wenn man schon zu lange im Geschäft ist. Also ich bin schon der Meinung, es geht nicht nur darum, erfolgsmäßig sozusagen, dass es sofort dann entschieden wird, dies und jenes. Aber es wäre doch eine Signalwirkung. Und wenn Sie so locker sagen, auch Sie sehen überhaupt gar keinen Grund für Verschiebungstaktik, ja, also es kommen doch auch beim nächsten Mal wieder genug Magistratsanträge, sodass das wieder sehr weit nach hinten wird. Von daher können Sie ja gar nicht garantieren, das ist bitteschön. Ja, aber das finde ich keinen guten Spiel. Das ist doch nicht bürgernah, das ist irgendwas, ich weiß es nicht. Was können Sie mit dem Stichwort Kassel 21 anfangen? Das wäre doch mal eine Sache, wie Sie das mal verbinden können. Also ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt Fragen stellen oder die Zuhörer mir Fragen stellen sollen. Das ist das Erste. Und zum Zweiten, ich habe Ihnen die jetzt gültigen Spielregeln erklärt. Ich habe sie nicht bewertet. Ich hätte was zu den Spielregeln zu sagen. Ich kann das nachvollziehen, was Herr Häfner gesagt hat. Einerseits mit den vielen Fragen und andererseits, dass man die entsprechende Rechtsgrundlage beachtet. Aber... Jetzt kommt das Aber. Es gibt nämlich auch noch andere Möglichkeiten, auf der politischen Ebene so etwas zu machen. Und es ist schon interessant, ob sich die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat für zum Beispiel Tempo 80 auf der A49 einsetzt oder nicht. Auf den Autobahnen.kast. Auf den Autobahnen. Ja, ich habe jetzt nur okay, einige gut, ja. Ich meine alle. Das ist doch eine Entscheidung wert. Ja, aber dann tut man das auf einen Antrag. Verstehen Sie? Ja, okay, ich habe dazu auch noch was. Ja, aber ich denke, Sie hatten es jetzt auch gesagt, die Rechtsgrundlage liegt nicht bei der Stadt. Das stimmt. Trotzdem gibt es viele Punkte, und ich will es jetzt nicht nur auf die Autobahnen beziehen, wo sich die Stadt nicht ausreichend für bestimmte Belange ansetzt. Das muss man sehen. Und deshalb kann auch, meine ich, eine Eingabe darauf hinwirken, dass sich eine Stadt, und eine Stadt ist in dem Fall die Stadtverordneten und der Magistrat, wie das die hessische Gemeindeordnung festlegt, für eine bestimmte Sache einsetzt. Und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen rund um Kassel ist ausschlaggebend für die Belastungssituation hier im Kasseler Becken. Herr Berghaus? Ja, ich würde vielleicht auch ganz gerne noch was sagen. Ich würde mich auch anschließen, also so wie die Anfrage gestellt war, dass man alle Punkte gemeinsam beschließen muss, das ist halt ist eine symbolische Anfrage in dem Bereich und dass es entschieden wird, ist glaube ich an der Stelle auch gar nicht so entscheidend.
Was aber wirklich ein Problem ist, ist, dass das Petitionsrecht in Kassel jetzt wirklich noch ein paar Lücken hat, wo bei der Sozialpass-Geschichte war ja ganz kurz vorher beschlossen worden, dass der Petent überhaupt ein Rederecht im Ausschuss hat. Und das sind halt Sachen, die jetzt völlig neu gekommen sind und wo vorher in Kassel nie die Rede davon war, dass Bürger, die ein Anliegen haben, im Ausschuss überhaupt reden dürfen. Und eine andere Sache ist, ich kann mich an, ich weiß nicht, das war auch ein Bebauungsprojekt, da wurden 1000 Unterschriften vorgelegt und der Präsident von, na, nee, der Stadtverordnetenvorsteher heißt er. Manchmal benimmt er sich Präsident, ja. Ja, genau. Der hat dann das abgewiesen mit der Begründung, naja, jetzt sind die Unterschriften zwar da, aber sie hätten ja eine rechtliche, sie hätten Rechtsmittel einlegen können und unser Petitionsrecht sieht halt vor, wenn Rechtsmittel möglich sind, dann werden solche Petitionen halt sofort abgewiesen. Also da gibt es an einigen Stellen Bedarf, dass den Bürgern der Weg ins Rathaus noch deutlich vereinfacht wird und daran muss man vor allen Dingen was mit tun. Ich glaube, das hat er eingesehen, dass er bei dem ersten Versuch da einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das hat er inzwischen gemerkt. Das wird auch nicht wieder vorkommen. Diese Antwort war eine Katastrophe. Immerhin, das hilft mir, meinen Beitrag anzuknüpfen. Herr Häfner, was Sie geschildert haben, ist einleuchtend. Was bisher zu kurz kommt, ist, wie reagiert die Schar der Gewählten auf eine Äußerung, die aus der Bürgerschaft an sie herangetragen werden. Was hindert denn die Sachkundigen unter den Gewählten zu sagen, liebe Leute, es ist eure erste Eingabe, zuständig sind wir für da, 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 es sind 8 Punkte von A bis H, wir sind zuständig für die und die Punkte, die anderen bitte leiten wir weiter oder empfehlen wir Ihnen zur Weiterleitung an die, die und jene. Das wäre zunächst mal für eine allererste Eingabe eine nachvollziehbare und sachgemäße Reaktion, wenn man sich denn öffnen würde für das, was die Bürger herantragen an die Gewählten. Also das ist völlig richtig. Aber die Erfahrung haben wir ja alle noch gar nicht gemacht, weil das liegt ja immer noch im Ausschuss. Und ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen wir dann machen werden, wenn das drankommt nächstes Mal. Und ich gehe davon aus, dass das nächste Mal drankommt, weil da liegen ja, wir werden ja immer länger in der Tagesordnung. Und von daher bin ich mal gespannt, wie die Reaktionen aussehen. Und erst dann können wir sagen, was hindert sie dran, dieses so zu tun. Ich bin sehr gespannt, was die großen Fraktionen tun werden. Was die CDU tun wird, weiß ich schon inzwischen, weil die tut es immer in diesen Punkten von sich zu weisen. Die haben auch ein bisschen Probleme, glaube ich, was das Engagement angeht. Aber leider ist es auch bei der Sozialdemokratie so, dass alles, was nicht auf ihren Mist gewachsen ist, immer von vornherein nicht so sehr positiv gesehen wird. Und wenn sie doch sehen, dass da Teile richtig sind, dann kommen 6 Monate später Einzelanträge der Parteien mit nur einem Thema dazu als eigener Antrag wieder. Das erleben wir ja auch sehr häufig. Also lassen Sie uns mal abwarten und dann können wir in der zweiten Runde über das Verhalten im Ausschuss oder in der Stadtverordnetenversammlung dazu reden. Weil noch weiß ich nicht, was die anderen machen. Also, okay, Christian. Ja, ich verstehe jetzt Ihren Begriff des Abwartens nicht ganz. Also Sie sind Mitglied in diesem Petitionsausschuss. Ich bin Mitglied im Grundsatz- und Finanzausschuss. Gut, aber hätten Sie die Möglichkeit als Stadtverordneter? Ja, in dem Fall zuständig. Ja. Aber hätten Sie die Möglichkeit als Stadtverordneter im Sinne von einem Triebstein diesen Petitionsausschuss sozusagen diese Modularität? Es gibt ja keinen Petitionsausschuss. Der Stadtverordnetenvorsteher kriegt die Eingabe und setzt sie dann dem Ältestenrat auf die Tagesordnung. Ja, können Sie dem Ältestenrat das mitteilen, dass man nicht einfach Ja, Nein antworten soll? Nein, das entscheidet auch nicht der Ältestenrat. Das entscheidet immer die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Gesamtheit. Also auf Vorschlag des Ausschusses. Ja, aber die können auch nicht entscheiden. Ja. Marianne? Das wollte ich auch sagen, das entscheidet im Grunde, eigentlich ist schon immer klar im Ausschuss, was vorgelegt wird, hinterher kommt in der Regel nichts anderes mehr. Und ich denke auch, dass das grundsätzliche Problem, nur das ist gar nicht erst so sehr, weil Sie eben nicht der Hauptträger sind. Das grundsätzliche Problem über die Jahre ist, dass eigentlich, ihr macht auch tapfer wieder die
eine Überlegung von, auf der Rathaustreppe, ne, über die Jahre die Bemühungen immer wieder auf die, an die lange Leine genommen werden, ganz egal aus welchem Betrug, und dann tot getreten werden. Das muss man einfach mal so sehen, und das ist ausgemacht erschöpfend und deprimierend. Ich kann das nur für den Sozialbereich ganz wesentlich sagen, aber das ist schon ein bisschen unglaublich, wie da die Entpolitisierung auch auf Ortsebene vorangetrieben ist. Aber wie gesagt, da sind nun die beiden, die da nicht die Macht repräsentieren, können dann nur wahrscheinlich sagen, ja okay, das sehen sie auch so. Darf ich einen Satz noch ergänzen? Sie haben völlig recht, was den Ablauf angeht. Politisch sieht es noch ein bisschen anders aus. Politisch entscheidet die Kooperation, Koalition, das ist ja nicht zwischen Rot und Grün vorweg. Und bevor die vorweg entscheiden, entscheiden die beiden Fraktionsvorstände vorweg. Und bevor die entscheiden, muss der Oberbürgermeister wählen. Also es wird keine Entscheidung gegen den Willen des Oberbürgermeisters geben. Und damit ist parlamentarische Demokratie eigentlich schon, wenn es so ist, ad absurdum geführt. Und der Oberbürgermeister ist im Grunde genommen nur Verwaltungsspitze. Aber es ist halt nur mal so, niemand will den Oberbürgermeister von Seiten Rot-Grün irgendwie anpinkeln, Entschuldigung, aber ist halt so. Und von daher wird nichts getan, wo der Oberbürgermeister im Grunde genommen nicht vorher sein Einverständnis gegeben hat. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Verwaltungskontrolle. Genau das Gegenteil von Verwaltungskontrolle. Leider ist es auch so, dass wir jetzt einen Oberbürgermeister haben, der nur gar nicht so richtig sowas auf die Reihe kriegt, finde ich. Wenn man seinen Wahlkampf vor 5 Jahren ansieht, was der alles machen wollte und was daraus geworden ist. Ich zucke immer zusammen, wenn er das Wort Chefsache in den Mund nimmt. Dann weiß ich schon, dass das nichts wird. Das mag jetzt ein bisschen polemisch klingen, ist es auch, aber schon die Tatsache alleine, dass er etwas zur Chefsache erklärt. Er erklärt etwas, wenn wir Stadtverordneten irgendwas sagen, wir vertrauen jeder mal voran als Verhandlungsführer, dann ist das in Ordnung. Aber er erklärt sich selbst zur Chefsache. Das geht gar nicht und hat mit Demokratie meines Erachtens nicht viel zu tun. Die Bevölkerung sieht das vielleicht vermehrt auch so, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber es ist halt so, dass ich habe ja zeitlang Lewandowski noch erlebt, oder die ganze Zeit eigentlich, das war, man mag für oder gegen ihn sein, das war bei Lewandowski ein bisschen anders. Also wir haben da schon sehr gestritten, um die Meinung des Oberbürgermeisters umzudrehen. Und es ist uns teilweise auch gelungen, muss ich sagen. Andererseits hat er natürlich auch in vielen Punkten, wo die Fraktion sich noch nicht mit Themen beschäftigt hat und wo er aus Aufsichtsraten etc. Entscheidungen fällen musste, natürlich auch gesagt, Freunde, ich will das so und jetzt machen wir das so. Das kann man, glaube ich, aber nicht bei allen Sachen machen. Und ich sehe die Gefahr, dass das mittlerweile in Kassel zur Routine wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich angetreten bin. Denn wer wählen soll, muss Auswahl haben. Und von daher kann es eigentlich nicht genug Kandidaten geben, um das auszuwählen. Was natürlich auf jeden Fall dazu führt, dass wir eine zweite Runde kriegen werden. Davon bin ich sehr überzeugt, wie immer die dann auch aussehen. Kann ich dich mal was nachfragen? Ja, bitte. Wie haben Sie das denn mit der Entpolitisierung gemeint, mit der langen Leine? Das habe ich nicht ganz im Protokoll. Ist doch egal fürs Protokoll. Ich will das jetzt niemanden nerven. Doch, ist interessant. Ja. Das, also, ich will jetzt nicht, also ein Beispiel, Sozialticket und damals auch Wasser oder auch Keilen oder wie auch immer, ist ja ganz über Jahre eigentlich längst vorweggenommen worden, dass dieses bisschen Schrumpf-Petitionsrecht da jetzt hat. Und da sind ganz viele engagierte Leute über die Jahre gewesen und haben sich bemüht, haben gestanden, haben geredet, haben argumentiert, haben auch geschrieben. Und die Erfahrung für alle durchgängig ist eigentlich, du kannst machen, was du willst, du wirst nicht mal angehört und du kommst nicht durch. Also ich verstehe. Und das heißt, dass ganz viele, die davon gehört haben, also am Beispiel Sozialticket, und da waren erst auch etliche Betroffene engagiert und dabei, und wir haben ja auch tausende von Unterschriften, wie ihr auch immer für alles. Und was man mitteilen kann hinterher ist, Leute, es war wieder eigentlich fast überhaupt nichts. Und dann haben sie uns auch noch ständig verzögert und so. Und das meine ich, das hat Entpolitisierung und Resignation und Enttäuschung und Abkehr bis in, also in ganz viele Schichten und Bereiche und Fragen reingesetzt. Und die Schwierigkeiten haben wir jetzt im
Grunde alle gemeinsam. Wie soll man denn da noch sagen zu jemandem, das lohnt sich? Ja. Sie meinen, das ist bewusst so? Ich glaube, dass das unter dieser Dummheit der eigenen Verwaltungsmacht und Unsicherheit passiert ist. Ich will niemand sagen, dass das bewusst gewollt hat, aber sie haben es alle ein Stück mit geschaffen. Man kann das eigentlich nur unterstützen, was eben gesagt wurde. Und wir haben auch diese Erfahrung gemacht. Wir haben Gegengutachten gemacht vom Langenfeld. Und die werden beiseite gewischt. Die werden noch nicht mal richtig, auf die wird noch nicht mal richtig inhaltlich eingegangen. Auf unsere ganze Argumentation, ob es Ökologie ist, ob es Gesundheit ist, was auch immer. Es wird beiseite gewischt. Man muss sich die Vorlagen jetzt angucken, was da für ein Schwachsinn drinsteht. Und das denke ich mal, ist das Grundproblem. Weil nämlich sich niemand inhaltlich richtig damit auseinandersetzt und dann die Meinung von einigen, die auch noch mit falschen Argumenten arbeiten, die Arbeitsplätze und was das alles noch für Argumente sind, diese Fragen werden dann überhaupt nicht inhaltlich diskutiert. Das Problem ist, man kann eine andere Meinung haben. Aber man muss es inhaltlich diskutieren und man muss es inhaltlich begründen. Und was gemacht wird, ist es einfach abzubügeln. Da würde ich dir voll recht geben, das ist die Methode. Ist das bei uns in unserer sogenannten Parteiendemokratie so angelegt? Und das, denke ich, ist einer der großen Fehler und Missverständnisse. Einerseits ein Fehler, dass da drin steht in der Verfassung, die Parteien arbeiten an der Willensbildung mit. Das ist ein Fehler, den ja zum Beispiel auch die Weimarer Verfassung nicht hatte. Aber das ist die eine Seite. Aber daraus auch hat sich eine Praxis entwickelt, die nicht nur auf kommunaler Ebene im Prinzip ganz anders funktioniert. Die einfach das Schwergewicht der Exekutive betont und der, ich sag mal, Mehrheitspartei betont. Das ist das Problem. Die Parlamentarier, ganz egal auf welcher Ebene und ganz egal, wie man sagt, in der Hessischen Verfassung steht es etwas anders als im Grundgesetz, sind ihrem Gewissen verpflichtet. Und sie sind nicht ihrem Fraktionsvorsitzenden und nicht ihrem Oberbürgermeister und nicht ihrem Ministerpräsidenten verpflichtet. Sie sind ihrem Gewissen verpflichtet. Und was haben sie für ein Gewissen? Das geben sie im Fraktionsbüro ab. Darf ich einen Satz dazu? Bitte? Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang, das steht bei uns in der Satzung. Sie sind allein, ne? Noch. Aber die Satzung der Freien Wähler sind bundesweit, die Satzung der Freien Wähler sind bundesweit in dem Punkt identisch. Ja? Und wir haben in Waldeck zum Beispiel 17-18% und stellen den stellvertretenden Landrat da, der arme Kerl, der hinterher Eichenlaub auch nicht so einfach. Aber wir sind die Einzigen, die das. Ja, ist ja einer der Gründe, warum sich die Freien Wähler gegründet haben. Ja, weil eben da der Fraktionszwang. Ja. Und der und Fraktionszwang ist sowieso voll gegen das Grundgesetz. Ja, offiziell gibt es den auch gar nicht. Aus dem Grundgesetz zieht. Offiziell gibt es. Weil das der SPD-Fraktion in Kassel, das ich habe da einen ganz guten Draht, ist es immer so: eine Hälfte von denen ist immer frustriert, weil sie die Klappe halten. Ja. Entweder die Linke oder die Rechte. Obwohl, ich meine, ich mache mich nicht drüber lustig. Es ist schon eine Frage, ob das grundlegend an unseren mehrheitlichen Stimmengeschichten da zusammenhängt. Was mir wichtig wäre, auch im Rahmen von irgendwelchen Ausschüssen dies und jenes, dass konsequent Minderheitenboten, die also nicht die Mehrheit bekommen haben, dass das mal protokolliert wird. Ja. Denn manchmal ist es so, dass also 5 Jahre später sozusagen, das wird alles, aber das ändert sich nicht. Also das ist nicht, nein, das ändert sich. Also nehmen wir mal Kalten, das ist ein schönes Beispiel. Wofür? Für ihre Minderheitenboten. Also, Kalten, wir führen jetzt, glaube ich, den 4. Kommunalwahlkampf, also über 20 Jahre Kommunalwahlkämpfe mit oder gegen Kalten. Die Bevölkerung hat meines Erachtens eindeutig votiert, weil die Parteien, die sich für Kalten aussprechen, ich glaube, 85, 87% der Stimmen oder 80, aber jedenfalls weitaus mehr. Das heißt, die Bevölkerung hat sich entschieden. Die Grünen haben 3 Kommunalwahlkämpfe gegen Kalten geführt. Ich sehe noch dieses Flugzeug um den Herkules fliegen. Und gerade vor einem Monat 6 Millionen für Kalten mit beschlossen, für den weiteren Ausbau. Das ist auch ein Punkt, was die Leute sauer macht. Dass sie sagen,
ich wähle eine bestimmte Partei oder eine Wählergruppierung wegen einer bestimmten Frage. Und spätestens dann, wenn Sie mit einer Mehrheit zusammengehen, die anderer Meinung ist, ist diese Frage völlig irrelevant. Und da kann ich verstehen, dass die Leute zu Hause bleiben. Denn was sollen sie noch tun? Sie können ja niemandem mehr vertrauen in entscheidenden Punkten. Also, ich habe einen Landtagswahlkampf geführt, wo das Wort Ehrlichkeit eine Rolle spielte. Das war nur nicht so herzzerreißend vielleicht für viele. Aber ich finde, zuallererst muss ich demjenigen, wo ich das Kreuz mache, sagen, dir vertraue ich. Und wenn du dich anders entscheidest, dann bitteschön bist du entweder für mich weg oder aber du hast eine gescheite Begründung. In Sachen Kalten haben die Grünen keine gescheite Begründung. Und sie haben ihre Wähler enttäuscht. Da kann jetzt der OB-Kandidat hingehen und alles schön reden, wie er will. Das ist so. Und ich, Kalten ist durch. Da muss man sich auch kalten. Also wer jetzt noch gegen Kalten demonstriert, sollte sich andere Felder nehmen, weil Kalten ist wirklich mehrheitlich auch von der Bevölkerung jetzt viermal entschieden worden in Kommunalwahlen. Und auch ich glaube nicht, dass die Grünen im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr zum Thema Kalten noch wesentliche Entscheidungen treffen nach den 6 Millionen, die sie jetzt beschlossen haben. Und Schwarz-Grün ist ja mal gescheitert wegen 250.000 Euro, die für irgendwelche Wasserteiche in Kalten ausgegeben werden sollten. Daraufhin sind die Grünen noch vehement, allerdings vor einer Kommunalwahl, rechtzeitig vor einer Kommunalwahl, aus dieser Zusammenarbeit Schwarz-Grün ausgeschieden. Das zu ihren Vertrauensgeschichten und zu der zum Parlamentarismus generell. Also, der wäre richtig gut, wenn ich wüsste, dass das, was Sie vor der Wahl sagen, auch nach der Wahl durchgeführt wird. Es gibt Zwänge, da kann man vielleicht nicht, aber das ist nicht bei jeder Frage, wo die Umfrage der Fall. Mehrwertsteuererhöhung, da können Sie 1000 Themen nehmen. Karl-Heinz, ich hatte mich vor dir gemeldet, deswegen möchte ich jetzt anknüpfen an einer Bemerkung von Ihnen, Herr Häfner. Die Schwierigkeit, vor der die Wähler stehen. Eine der Karikaturen in der Sammlung, die unterwegs ist, zeigt zwei Herren am Tisch und der eine sagt, ich wähle immer das kleinere Übel. Und der andere sagt, das dann mit dem größeren Übel koaliert. Ja. Und an Ihrem Beitrag von vorhin anknüpfen, wo Sie abwarten anraten. Naja, haben ich Sie schon abwarten anraten, ich habe gesagt, in der nächsten Sitzung kommt es wahrscheinlich dran. Ja, 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 kann aber ich sagen, vor, was da ist? Nach dem, was Sie heute uns an sachlicher Unterrichtung haben angedeihen lassen, halte ich es für einen möglichen Weg, zu sagen, sowohl die Fraktionsvorsitzenden wie auch Einzelkandidaten, Einzelmitglieder der Stadtverordnetenversammlung sowieso und der Oberbürgermeister bekommen einen Text von uns, der ihnen das, was ich vorhin entwickelt habe, nahe bringt. Also die Punkte, die für die Stadt zuständig ist, bearbeiten und zu den anderen Hinweise geben, wie die in andere Kanäle eingebracht werden können. Sodass also dieser Vorwand für pauschales Ablehnen entfällt. Ja, könnte entfallen. Ich würde Ihnen trotzdem raten, die einzelnen Themen einzeln einzubringen. Dann muss es 19 Mal verhandelt werden, das ist völlig richtig. Okay, also wir werden vor dem Termin mit dem Oberbürgermeister am 11.12. noch Gelegenheit haben, dazu uns auszutauschen. Und bis dahin haben Sie auch das Ergebnis aus dem Ausschuss. Das ist ja erst im Dezember, ne? Der Termin mit dem Und die nächste Ausschusssitzung ist am 11. Ja, die ist davor. Ja, wissen Sie, Herr Häfner, bei der vorvorigen Sitzung des Ausschusses stand die Angabe auf Platz 11 der Tagesordnung. In der vorigen Sitzung stand sie auf Platz 21. Und die Wahrscheinlichkeit oder das ist nicht gerutscht. Sie müssen immer die Magistratsvorlagen abziehen und dann gucken. Ja, und dann werden Sie merken, es ist nicht nach hinten gerutscht. Es ist zwar auf der Tagesordnung nach hinten gerutscht, aber innerhalb der Anträge ist es nicht nach hinten gerutscht. Ja, es ist aber auf und es kommen nicht so viele Logik den Magistrat überlassen, so viele Anträge vorne reinzupacken, dass das Unangenehme immer wieder nach hinten soll. Ich wollte nur kurz zur Technik dieser Petition sagen, dass es, glaube ich, günstig ist, dieser Hinweis mit der einen Frage, weil man darf nur Petitionen stellen mit dem Anliegen, dass nicht schon mal verhandelt wurde.
Und wenn jetzt irgendwann eure Pauschal mit 13 Anliegen oder so verhandelt wurde, dann heißt das theoretisch, wenn man die nächste nachschiebt mit dem nächsten selben Satz, dass sie gleich schon als verhandelt und abgelehnt wird. Von daher ist es, glaube ich, viel günstiger, da hat er völlig recht zu sagen, beschäftige die doch mit jeder Einzelfrage ständig. Sie müssen aber eins wissen, im März ist die Wahl. Alles, was dann noch vorliegt, ist vom Tisch. Ja, natürlich. Also es wird auch nicht mehr groß was kommen. Wir haben noch 3 Sitzungen, die erste ist jetzt voll, was da noch kommt. Im Januar wird außer Wahlkampf sowieso nicht mehr stattfinden. Schätze ich mal, irgendjemand wird dann versuchen, sich in den Vorderraum zu spielen. Und von daher wird es vor der Kommunalwahl nichts mehr sein und dann geht es im Mai erst wieder neu los. Okay. Karl-Heinz? Ja, also Stichwort parlamentarische Demokratie und Kassel und die Parteien werden an der politischen Bildungsbildung mit. Die Betonung liegt auf mit. Ja, und die Erfahrung, die verschiedenen Initiativen als Gruppen und als bürgeraktive Gruppen gemacht haben mit der lokalen parlamentarischen Demokratie, sind zwar enttäuschend, aber trotzdem sehe ich das nicht ganz so negativ. Denn wenn man sich mal den Trend anguckt, jetzt aktuell historisch, letzten 30 Jahre, wer hat denn die Meinungsbildung da beeinflusst in grundlegenden gesellschaftlichen Lösungsansätzen? Also wer hat da Meinungsführerschaft Bezug auf eine wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklung gehabt? Das kam nicht aus den Parteien, sondern das kam aus den außerparlamentarischen Bewegungen. Ja, das kam aus den sozialen Bewegungen und neue Situation auch, politische Willensbildung findet auch im Internet statt. Da wird Politik gemacht, da artikulieren sich Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, da artikulieren sich die Bürger politisch. Und da findet ein enormer Prozess an Meinungsbildung statt, den die Parteien im traditionellen Sinne also relativ machtlos gegenüberstehen, weil sie scheuklappenmäßig das in der ganzen Bedeutung überhaupt nicht wahrnehmen. Und solche Prozesse, wie die hier eben geschildert worden sind, dass der Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung quasi die Politik im Stadtparlament bestimmen kann. In der Mehrheit. Ja, in der Mehrheit. Geht gar nicht. Ja, geht gar nicht. Also so ein Demokratieverständnis, ja, wird sich auch auf die Dauer nicht durchsetzen. Stichwort, also neue soziale Bewegung, Internet, da wird sowas kommentiert und das bleibt da nicht so. Also da bin ich ganz optimistisch, dass sich das ändern wird. Okay. Herr Berger? Ja, ich würde mich dem Optimismus anschließen. Ich glaube, diese Meinungsbildung im Volk, die war aber auch sehr, sehr stark von meinungsbildenden Medien geprägt. Also das Internet, dass wir ja die Möglichkeit haben, jetzt halt mit ganz vielen Sendern Informationen auszutauschen, das wird ja noch gar nicht so lange geregelt genutzt und man merkt so langsam, was das überhaupt für ein Potenzial hat. Und das ist jetzt so ein Urthema von der Piratenpartei, man merkt auch, dass es Leuten unangenehm wird, dass es da diesen Riesenprozess gibt und dass plötzlich viel mehr Freiheit und mehr Meinungsäußerung entsteht. Und man merkt auch die Bestrebung, das Ganze ja wieder einzudämmen und an allen Möglichkeiten zu drehen, wo können wir das denn beschränken, sperren. Also da kennt man ja die verschiedenen Ansätze, wie das passieren soll. Ich hätte jetzt wahrscheinlich für ein bisschen später nochmal die Frage, die Kommunalwahlen sind ja die einzige Wahl, wo man wirklich Personen wählen kann. Durch dieses Wahlsystem kumulieren und anerstehen ist es ja nur begrenzt eine Parteienwahl, sondern auch die Möglichkeit, eine Personenwahl zu machen. Und jetzt sind die anderen Wahlen auch außer der Landtagswahl. Sie können in einem Wahlkreis bei der Bundestagswahl auch Personen sogar wählen. Kumulieren mit Panaschen gibt es nur im Kommunalwahl. Genau. Aber Einzelpersonen können Sie auch bei der Bundestagswahl. Also direkt kann ich, ja. Nur bei Landtagswahl nicht. Okay. Ja, die Frage ist einmal, ich habe eine Statistik gesehen, da ist mit dem Kumulieren und Panaschen die Wahlbeteiligung sehr stark zurückgegangen. Und im ersten Mal. Genau. Und dass man irgendwie von 60% oder 65% auf 40% runter ist, da würde ich fragen, wie Sie das einschätzen, wie man die irgendwann wieder ein Stückchen hochkriegt, weil das Wahlsystem ist eigentlich nicht so schlecht, aber es hat scheinbar doch unheimlich viele Leute von den Wahlen weggebracht. Ja, und
Die andere Frage wäre halt, wen wir hier noch machen. An Blümel oder mich? An den Blümel hat sich eh gemeldet. Genau. Also ich habe jetzt gerade überhaupt nicht zugehört, weil ich auch nicht anders bin. Von daher bin ich gerade mal raus, Entschuldigung. Also, ich finde es toll, dieses Wahlsystem. Aber ich glaube, viele, die alle 5 Jahre mal diese Blätter vor sich haben, finden das weniger toll und sind völlig überfragt. Sie haben allerdings die Möglichkeit, immer noch so zu wählen, wie sie früher gewählt haben. Das wissen auch viele nicht. Indem sie also in der obersten Reihe bei der Gruppierung generell ein Kreuz machen, die sie unterstützen wollen. Dann kriegen diese 71 Stimmen, die sie haben, eben verteilt auf die Kandidaten, erst einmal runter, dann, je nachdem wie viele Stimmen dann sind. Das heißt, wenn sie 70 Kandidaten aufstellen, kriegt jeder mit 71, kriegt jeder nur eine Stimme, stellen sie halb so viel auf, kriegt jeder 2 Stimmen. Insgesamt ist das Ergebnis gleich. Da sie das nur alle 5 Jahre machen, haben sie gar keine Zeit zu üben. Und wenn sie dann in der Kürze der Zeit in der Wahlkabine stellen, und wenn sie dann noch wissen, sie müssen die Stadtverordnetenversammlung kumulieren und panaschieren, sie müssen den jeweiligen Ortsbeirat kumulieren und panaschieren, und sie haben auch eine Volksbefragung im nächsten Jahr in dieser Wahlraum. Ja, und wenn sie dann rechnen, wenn jeder sich wirklich das einzeln aussuchen soll, das wird nichts werden und das wird auch nichts. Deswegen rate ich jedem, sich die Unterlagen nach Hause schicken zu lassen und in aller Ruhe zu gucken, wer steht da drauf. Das machen die wenigsten, aber machen immer mehr, auch bei anderen Wahlen natürlich. Der Anteil der Briefwähler steigt ja jedes Mal. Man kann der Zeitung auch nur anraten, sie tut es ja auch, aber das zu erklären und darzustellen. Nur wir haben in Kassel, und viele glauben ja, wenn es in der HNA steht, dann wüsste es die Stadt. Das ist mitnichten der Fall. Wir haben in Kassel einen Anteil an lokalen Zeitungslesern von rund 30%. Und wenn Sie wissen, das ist eine Abo-Zeitung, dann wissen Sie auch, wie die gelesen wird. Nämlich in der Regel zuerst die Todesanzeigen. Viele ertappen sich dabei, ich bin manchmal auch dabei. Nein, aber sie wird halt relativ oberflächlich, sie kriegt sie jeden Tag ins Haus und so. Ich lese zuerst den Lokalteil, logischerweise viele andere auch, aber es sind eben nicht mehr sehr viele und es werden auch nicht sehr viel mehr, weil das Ding ist relativ teuer. Insofern gebe ich Ihnen völlig recht, was das Internet angeht. Nur eins ist klar, Zeitung lesen im Internet, es mag kommen, was es will. Ich brauche dieses Blatt Papier. Ja. Das geht auch im Bett besser. aber das Internet wird weiter und rasant an Bedeutung gewinnen, gar keine Frage. Wir dürfen es nur nicht überschätzen, glaube ich. Es produziert auch viel Müll. Und da meine ich nicht nur den Sex mit Kindern damit, sondern auch Informationsmüll. Und nicht alles, was im Internet steht, ist auch richtig. Und von daher muss man also aufpassen, und alles, was in der Zeitung steht, auch genauso unwahr und auch vieles. Man muss halt aufpassen und man muss in die Lage versetzt werden, nachzufragen, zu gewichten und zu entscheiden. Also das, egal in welchem Medium das ist, davon werden Sie nicht entlastet. Und leider ist es bei der Bevölkerung so, das ist so, dass viele mit Politik aus den verschiedensten Gründen, wir haben es ja angesprochen, nichts zu tun haben wollen. Und dann kriegen sie noch so einen Zettel. Ist ein Problem, aber ich finde es nach wie vor richtig, es so zu machen und auch den Oberbürgermeister direkt zu wählen. Und jede Bevölkerung kriegt die Regierung, die sie dann gewählt hat. Und hinterher muss ich das nicht. Schwierig. Aber lieber etwas erlernen, als etwas Rechte abzugeben, sage ich. Christian? Ich wollte ein bisschen springen. Wir haben hier 2 jugendliche Mädchen da. Erstmal sehr schön. Zweitens Jungsozialisten. Sind Sie gleichzeitig schon Mitglied in der SPD oder noch nicht? Ah, herzlichen Glückwunsch, gut, prima. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Ich habe 2 Funktionsträger der SPD gebeten, mir eine Unterstützungsunterschrift zu geben. Antwort: Ich bin in der SPD, ich unterstütze nur die. Weil Sie müssten doch an einer politischen Vielfalt irgendwie interessiert sein. Und von daher können Sie doch frei machen. Sie haben es beide nicht gemacht. Und das enttäuscht mich eigentlich in Bezug auf so Parteienbewusstsein. Was, ich habe hier Zettel mit, sozusagen, darf ich Ihnen zur Unterstützung meine Zettel geben? Sobald Sie sich informiert haben, wie es mit dem Petitionsrecht aussieht, können wir vielleicht drüber reden. Aber also Sie wollen mich ins Petitionsrecht schieben? Oder wie meinen Sie das? Es sieht so aus, also ich bin in der SPD Mitglied, weil ich an die sozialdemokratischen Grundsätze glaube.
Ich glaube daran. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass Sie jetzt daran glauben und ich werde Personen unterstützen, wo ich glaube, dass Sie das auch machen. Ach. So, und deswegen würde ich dann eher einen sozialdemokratischen Kandidaten unterstützen, sonst würde ich da nicht Mitglied werden. Aber dann, und dann habe ich auch die Frage, würden denn Ihre Mitgliederunterstützer denn einen SPD-Kandidaten? Also man hat ja eine gewisse politische Richtung. Und das hat jetzt nichts mit Vielfalt zu tun, sondern auch damit, wo man steht politisch. So, und ich finde es vollkommen legitim, dass die Genossen sagen, nein, sie wollen das nicht unterschreiben, weil sie vielleicht auch politisch ihn. Aber dann leben sie ja schon im Fraktionszwang. Entschuldigung, dann leben sie ja jetzt schon im Fraktionszwang vor. Also erstens gebe ich da keinen Fraktionszwang voran, und das ist auch die Sache, was ich beim Kumulieren und Panaschieren schwierig finde. Denn eine Parteienwahl bedeutet manchmal auch, oder wenn es optimal läuft, zumindest glaube ich da noch dran, auch, dass man sich inhaltlich entscheiden muss. Eine Personenwahl bedeutet, ich wähle vielleicht nach Sympathie. Aber eine Parteienwahl läuft, wenn es optimal ist, eine inhaltliche Wahl. So. Und das heißt jetzt, dass ich inhaltlich momentan eher der Sozialdemokratie nahestehe und nicht Ihnen. Das heißt auch, dass ich mich inhaltlich dafür entscheiden würde, eher bei Ihnen zu unterschreiben als bei Ihnen. Und ich hoffe, dass wir das auch verstehen. Ich denke auch sozial. Also, ja, das wird keine Frage. Okay. Also, in dem... Also ich würde sagen, dieses Ansinnen an Sozialdemokraten, andere zu unterstützen, ist sehr gefährlich. Wir haben das schon mal gehabt, denn die haben alle Parteiordnungsverfahren gekriegt und sind auch rausgeschmissen aus der Partei. Also das sind die Erfahrungen, die wir haben, auch in der SPD. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das ist so. So, jetzt Erstmeldung, Thomas Kleier. Marianne Bulwer und dann Herr Eckmann. Dann versuchen, zum zweiten Thema überzugehen. Wir haben 11:30 zu euch. Thomas, wir haben jemanden. Stadtverordneter ist angesagt und meine Frage auch kurz mal, wo trifft man die Leute am meisten? Immer unseren Stadtverordneter Hendrik Jordan nahe. Hendrik Jordan war bis vor 2-3 Jahren der Vorsitzende von unserem SPD-Ortsverein Mesertor. Ich will mal zwei Beispiele bringen, wo er am meisten betroffen war. Die Leute sind manchmal betroffen. Und zwar, die erste Geschichte war, wir hatten Michael Reschke, war ja auch mal JUSO-Vorsitzender, hat einen anderen eingebracht. Die 25%igen, glaube ich, Anteile der Stadt wieder zurückzukaufen an Städtischen Bergen, die war doch an Alstom bis zurück. Wir waren 15 Leute. Und da kam es zur Kampfabstimmung. Da war ich gespannt, wie sie alle stimmen. Tatsächlich war es eine Stimme, die entscheidend war. Ich sage mal so, seine Frau, die hat nämlich auch für Michael Reschke seinen Antrag gestimmt. Und nachher hat mir der Dietmar Bürger erzählt, das hätte ihn ganz schön getroffen. Das saß er richtig betäppelt da, dass er es nicht abwehren konnte. Zweite Geschichte, um es nochmal kurz zu machen. Kurz vor der Hessenwahl letztes Jahr, die war im Januar, 18. Januar, wo die SPD in Wappen gegangen ist, selbst den Hendrik Jordan, Kurt Schumacher, Straße und erzählen, die Stimmung gegen die SPD, vor allem an der Basis, haben mir viel gesagt, die wählen die SPD nicht mehr. So was hier wisst ihr überhaupt eher, da brauchst du keine Angst zu haben, die Leute werden uns wählen. Und dann kam der Absturz und ich weiß noch, an dem Abend, am Sonntagabend, war ich beim Freund, lag im Sofa, lag im Bett, wir schalten nochmal um ins Kassenrathaus. Und den haben wir nur den Herr, der Wolfgang Decker, wer war es noch gewesen, und der Uwe Frankenberger. Die wurden praktisch von der Eva Kühn-Hörmann vorgeführt. Ja. Das habe ich mir auch nachher gesagt. Also die waren stark getroffen. Und wenn die Jusos, meine Mainz, die Jusos sagen zu allen Jahr und Abend, hast du am 10. Juni nicht den Artikel gelesen, wir müssen nachher nochmal nachdenken. Die Gefahr von in der SPD, die kommt von jungen Leuten. Da sind wir noch lange nicht fertig. Mich haben sie vor die Tür gesetzt, weil ich 2008 habe ich gesagt, ich will ein Verjüngungskonzept haben. Nicht, dass ich mir vor, bezahle ich 2009 keinen Beitrag. Ende des letzten Jahres kam natürlich die Kündigung. Aber dann habe ich die 30 Euro bezahlt und habe dem Dietmar Bürger aufgefordert, der soll mit den Jusos mal ein Frühstück machen und dann mal Dampf machen. Aber ich scheint wieder, als wäre der im Altersheim verschwunden. Und jetzt warte ich, habe ich wieder eine Frist gesetzt bekommen, die habe ich verstreichen lassen, jetzt sieht das nochmal. Also die Leute merken, dass euer Artikel hat mehr bewirkt, als wir glauben. Dann werden wir ansetzen. Ich finde gut, wie ihr argumentiert das, wir haben uns dann ja nochmal intern unterhalten, da werden wir jetzt ansetzen. Und wer die Jugend verliert, gibt es einen verkreisenden Verein. Tut mir leid, wenn du die Entschuldigung sagst. Aber du kannst sie treffen, du musst nur wissen, wo. Der Lendwig Jordan war zweimal getroffen. Also man glaubt es nicht, aber wir waren zweimal dick getroffen. Er will ja wieder. Ich wollte einmal nur noch auf, das war aber keine Frage an Herrn Hefner, weil ich wollte nur noch mal sagen, ich finde das Panaschieren ja sehr wünschenswert für mich, sage ich mal, weil ich mir eigentlich zutraue, ein bisschen einzuschätzen, auch wie manche Flügel und Anliegen in der SPD sind. Und selbst da und auch bei anderen habe ich immer ein gewisses Interesse zu sagen, wer mir besser gefällt.
Und ich glaube auch, dass das innerhalb der Parteien, ne, innerhalb aller Parteien eine wohltätige Wirkung haben kann. Ist aber schwierig, weil sie ebenso schwer zu handeln ist. Die Frage an Herrn Hefner ist genau das, was Sie erwähnt haben. Diese bisher noch sehr unbekannte Koppelung Volksentscheid, Hauptthema Schuldenerlass in die hessische Verfassung. Ja. Ich finde das so eine Frechheit, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen erst zum ersten Mal gehört, so eine Frechheit, dass wir im Vorwege für was, was sowieso schon gilt im Bund, jetzt plötzlich einen Volksentscheid vorgeknallt kriegen, zum ersten, wo wir sonst immer mit allen demokratischen Anliegen überall flach auf der Erde hin und runter gedrückt werden. Und dann soll der Schuldenerlass in die hessische Verfassung, und meine persönliche Meinung ist natürlich auch, dass das genau gegen die Sozialanliegen und gegen alle weiteren berechtigten Forderungen geht, weil das Thema ausgelassen wird, warum ist das Geld denn nicht da unter segensreicher Mithilfe vieler Parteien? Und wo hätte es denn herkommen sollen und wo müsste es noch herkommen? Also diesen Vorschlag, da wollte ich gerne mal hören, weil Sie ja auch immer eine gewisse Breite haben, wie ich das verfolge in Ihren Position mal dann auch so, wie Sie zu dieser Frage, ob Sie auch öffentlich, frage ich mal direkt, wenn Sie mal Gegenstellung nennen. Das beantworte ich gerne zuerst und dann mich noch einen Satz zu den Jungsozialisten. Also ich fand, als es generell um den Schuldenerlass ging, schon etwas komisch, dass diejenigen, die jedes Jahr mit ihrem Haushalt dafür sorgen könnten, keine Schulden zu machen, sich selbst jetzt von der Bevölkerung auferlegen lassen, dass sie keine Schulden machen dürfen. Also sie hätten es mit ihrer politischen Entscheidung Jahr für Jahr auf jede Ebene in die Hand, keine Schulden zu machen. Bayern macht es vor. Das geht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich könnte mich ja noch dafür erwerben, ich habe mich noch nicht entschieden, weil ich das im Einzelnen noch mal lesen muss, was da kommt. Aber eins steht drin, dass Sie, wenn Not am Manne ist, wie immer Sie das dann schreiben, trotzdem Schulden machen dürfen. Und da kenne ich meine Kameraden gut genug, dass sie immer Gründe finden werden, warum gerade in dem Moment der Schuldenerlass nicht gilt. Das ist so ähnlich wie dieses Konnexitätsprinzip, das Sie ja auch übrigens, wenn ich das richtig sehe, haben wir das auch per Volksentscheid, weiß ich nicht mehr ganz genau, entschieden, dass wer was bestellt, bezahlt es auch. Das ist noch niemals so angewendet worden, wie wir es alle verstanden haben. Letztes Beispiel, die Sache mit den Kindergärtnerinnen und den kleineren Gruppen. Da gibt es nun Gott sei Dank schon ein Urteil eines Oberlandesgerichtes in Nordrhein-Westfalen. Die Städte klagen ja jetzt auch gemeinschaftlich gegen das Land Hessen in diesem Punkt. Völlig zu Recht, habe ich auch unterstützt. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert mit diesem Schuldenerlass. Ich wäre dafür, es zu machen, weil ich diesen Kameraden eigentlich nicht mehr über den Weg traue. Allerdings, so wie es jetzt wahrscheinlich in der Vorlage stehen wird, ist es halt wieder der Papiertiger. Und insofern werden Sie sich, wenn es Ihnen passt, sagen, wieso, ihr habt doch gesagt, Schuldensperre. Das machen wir jetzt, was das Volk will. Und wenn es Ihnen nicht passt, wenden Sie es eben nicht an. Und deswegen ist diese Abstimmung im Grunde genommen... Also Schuldenerlass war das falsche Wort. Schuldenbremse, klar. Ja. Insofern sehe ich das als Kritik, man muss mal die Vorlage sich angucken. Ich glaube auch nicht an Schuldenerlass im Bund in 2016, bei den Milliarden, die wir da noch vor uns herschieben. Wenn die Zinsen wieder hochgehen, wir sind ja jetzt ja nicht richtig, statt Kassel schuldet sich da mit 1,5% oder so, ich weiß es nicht ganz genau, aber relativ wenig. Wenn die Zinsen wieder hochgehen, dann werden wir uns alle umgucken. Sowohl in der Stadt als auch auf Landes- und Bundesebene. Was dann in unseren Haushalten wieder losgeht. Das sagen alle, es dauert noch eine Weile, aber irgendwann ist das zu Ende. Und dann werden wir sehen, dass, wenn wir da nichts zurückgeführt haben, dass uns das alle auffressen wird. Und wie wir damit umgehen, weiß ich noch nicht. Aber Ihre Frage, wie gesagt, ich gucke mir diese Vorlage an. Ich bin sehr skeptisch, dass das richtig ist, was wir da machen. Also Herr Blümel können Sie ruhig unterstützen. Sie unterstützen ja nicht seine Politik oder seine Vorstellung. Sie unterstützen ihn, dass er an einer Wahl teilnehmen kann. Um nichts anderes geht es. Ja? Das ist eine Unterstützungsunterschrift, die er braucht, damit er kandidieren kann. Und dann entscheidet der Wähler, was wir mit Herrn Blümel machen. Ja? Und es ist keine Aussage, dass Sie ihn wählen. Es ist keine Aussage, dass Sie da Mitglied sind. Es ist gar keine Aussage. Ein demokratisches Recht
dass er dieses Recht in Anspruch nehmen darf, steht so im Gesetz, muss er 140 oder wie viel Unterschriften sammeln. Wir müssen auch Unterschriften sammeln, weil wir in einigen Ortsbeiräten, wo wir jetzt antreten, noch nicht sind. Und die sammle ich auch. Da sind es zum Beispiel für die Ortsbeiräte doppelt so viele Stimmen wie Sitze im Ortsbeirat. Also das wären für ganz Wolfsanger 18 Unterschriften. Die hole ich in der Nachbarschaft. Das ist eigentlich kein technisches Problem. Nur wie gesagt, die unterstützen einen demokratischen Prozess und nicht einen politischen Inhalt. Und insofern ist es traurig, dass die Genossen meine Unterschrift können sie haben. Ich werde sie nicht wählen, aber meine Unterschrift können sie haben. Uwe und dann Herr Zasso. Also ich würde auch sagen, das ist gefährlich, die Schulenplanze da einzubauen in die hessische Verfassung, weil, sage ich jetzt mal so, für Kalm, Stuttgart 21, Philharmonie in Hamburg, für diese Mammutprojekte wird immer Geld da sein, auch für Soziales und für Bildung werden sie dann sagen, nee, das können ja nicht die jungen Leute die Schulden hinterlassen, das interessiert überhaupt gar nicht, ob die jungen Leute so viele Milliarden oder Billionen da Schulden haben, das interessiert überhaupt, sondern das wird als Argument genommen, um im Sozialen und in dem Bildungsbereich zu kürzen. Das ist der Punkt. Okay. Was sagst du? Ja, ich sitze ungewollt zwischen zwei Kandidaten und muss dazu sagen, dass Raun von der rechten Seite will ich mal aufgreifen, dass er hier und auch er hier ist heute, um sich speziell zu gewissen Themen zu äußern, die für ihn wichtig sind, überhaupt anzutreten. Also OB.